So, guten Morgen, hallo und herzlich willkommen beim zweiten Tag. Unser Roboter geht pünktlich aus der Ladestation. Und zwar haben wir 9 Uhr und er macht seinen Dienst. Tiffy, geht doch mal weg da. Wir haben genau 9 Uhr und er macht es so, wie ich es eingestellt habe. Also die Zeiteinstellung ist funktioniert. Er macht seine Dienste hier. Fährt jetzt seine Geschichten ab und er sagt mir, der funktioniert. Also die Zeiteinstellung habe ich jetzt alle von montags bis, glaube ich, bis freitags habe ich 9 Uhr eingegeben und Samstag, Sonntag soll er um 10 Uhr losfahren. Das habe ich jetzt so gemacht und er fährt jetzt seine Zickzackkurse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin irgendwie begeistert. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Wie du das immer hinkriegst, weiß ich nicht. Lass dir nichts anderes erzählen. Du bist supergeil. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie es auf dem Display aussieht. Also am Display hat er jetzt kurz nach 9, also ist er jetzt gerade mal 2 Minuten dran. Also ist er um 9 Uhr pünktlich laut Display-Einstellung gefahren. Also ich weiß nicht, ob man das hier so ein bisschen besser ranholen kann. Nö. So, da sieht man auch die Einstellungen, die ich da gemacht habe. Unter dem Rand einmal diese Uhr. Bildet sich da rechts unten ab? Ist das rechts unten? Oder links unten? Egal! Und einmal oben den Wochentag, Saturday, also Samstag. Und da habe ich das alles um 9 Uhr eingestellt. Also funktioniert die Zeiterfassung super gut. Das ist natürlich, worauf ich Wert lege bei solchen Haushaltshelfern wie Wischroboter oder Rasenmäherroboter, dass die so eine Zeit Planung haben, weil ich will mich ja nicht ständig darum kümmern, den ausrichten, den wieder hinstellen, den selber aufladen, was auch immer. Das sollte ja alles möglichst bei solchen Haushaltshilfen automatisch laufen. Deshalb finde ich diese Zeit- oder Zeitplaneinstellung sehr wichtig und ich finde sie gerade bei dem Bagotte Saug- und Wischroboter sehr einfach handzuhaben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es funktioniert einfach einwandfrei. Man kann ihn auch einfach am Gerät selber einschalten, diese Zeiteinstellung, die Arbeitszeiteinstellung oder an der Fernbedienung. Ich fand es an der Fernbedienung jetzt wesentlich einfacher, war übersichtlicher. So, und jetzt nochmal zu den ganzen Sondermodis, die hier noch drauf sind. Die Grundreinigung, die Kantenreinigung, wie auch immer. Das sind alles individuelle Modis, die man so bei Sonderfällen nochmal dazu tippen kann oder programmieren kann. Ich würde sie dann immer nur, wenn, sag ich mal, besondere Dreckgebiete da sind, die Kinder kommen von draußen vom Garten rein und haben da den Dreck da gelassen, dass man da mal im Bereich von 2x2 Meter mal gründlicher reinigt oder mehr Wasser bei der Wasserreinigung drauf gibt, diese Maximalreinigung, die hier noch drauf ist und. Ansonsten für den normalen Gebrauch, so tagtäglich, dass er seine Runden drehen kann, ab einer bestimmten Zeit, kann man ihn eigentlich auf den Standardmodus laufen lassen. Richtig. Man kann ihn auch, wie ich es gestern noch gemacht habe, auch selbst noch zur Ladestation bringen. Ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Er soll jetzt seine Dienste tun und nachher selber wieder zur Ladestation fahren. Ja, auf jeden Fall eine sehr easy Geschichte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so eine Fernbedienung finde ich jetzt wesentlich besser. Sie ist übersichtlicher, sie ist einfach gehandhabt als so eine App. Also gut, eine App kann man noch ein bisschen mehr einstellen, aber ich sage ja immer, wenn man jetzt in so einem 4-Personen- oder in einer Familienhaushalt wohnt, wo mehrere Leute sind, die wollen sich nicht immer grundsätzlich so eine App reinziehen aufs Handy, da kommt er wieder, da ist er, sondern die wollen natürlich so Grundeinstellungen nur noch abfragen und das kann man auf der Fernbedienung wesentlich besser. Also da sind ja diese Grundeinstellungen einprogrammiert, auf der Taste vermerkt und das ist für mich und für alle anderen, die sich gar nicht in so einer App zurechtwursteln wollen und sich zurechtfinden müssen, wesentlich einfacher so eine Fernbedienung mit festen Knöpfen, Maximalreinigung, da drücke ich Max und dann will ich den Home, damit er wieder nach Hause fährt, weil ich den momentan jetzt nicht brauchen kann, weil die Frau gerade vom Einkaufen kommt, die ganzen Einkaufstaschen auf dem Boden hat, dann drückt die auf Home, dann fährt er eben kurz in die Ladestation. Das ist natürlich für alle Beteiligten wesentlich besser, finde ich. Andere Technikfreaks können ja sagen, okay, so eine App, da kann ich viel feiner einstellen.
Ich weiß nicht, was man da noch feiner einstellen muss. Wenn ich weiß, ich kann meine Arbeitszeiten einstellen für den Roboter, das reicht mir also komplett. Also mehr brauche ich nicht. Ah, was macht er denn da? Ah, der hat ja jetzt hier so eine lose Geschichte gefunden. Das gehört eigentlich hier unten dran. Aber sonst muss ich sagen, macht er seinen Dienst sehr gut, zuverlässig. Er kennt auch Stoffläufer, das haben wir ja gestern gesehen. Und jetzt fährt er über diesen Hundenapf-Gummi-Stopper da. Naja, da kommt er auch prima mit klar. Er fährt schon super, ist standhaft und kann über Anhöhen wie Teppiche und so weiter prima drüber fahren. Und was mir auch gut gefällt, ist, dass er den Zickzackkurs fährt. Also systematisch, nicht kreuz und quer, sondern systematisch von links nach rechts, von links nach rechts, immer diese ganzen breiten, weiten Bahnen fährt. Da kann er natürlich keinen Dreck mehr verpassen. Alles wird mitgenommen. So, jetzt haben wir noch diesen Wassertank mit dem gleichzeitigen Staubbehälter, um gleichzeitig Staub zu saugen und zu wischen. Das ist ja eigentlich das Future, was ich bevorzuge, was ich eigentlich auch wollte. Und wir bereiten jetzt den Roboter darauf vor, das mal auszuprobieren. Dazu nimmt er erstmal den Staubfilter raus. So, dazu hat der Behälter hier so eine kleine Gummilasche. Also hier ist die Gummilasche. Die können wir jetzt hier öffnen. Und da füllen wir jetzt Wasser rein. Den Gummimopp wieder fest verschließen und alles ordentlich abtrocknen. Heißt also auch hier die Kontakte, diese Kontakte hier müssen trocken sein. So, jetzt sieht man, hier ist Wasser drin. Und jetzt setzen wir den Wassertank mal ein. Dann setzen wir noch mal eben den Staubfilter hier rein. Achtet, dass der Griff hier unten ist, dass alles eben und alles auch einrastet. So, und wie machen wir das jetzt? Wir schalten den jetzt auf Off, auf der Fernbedienung. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Oh, Monsieur ist unter der Couch. Hoffentlich kriegen wir den jetzt nochmal wieder. Was macht der denn jetzt da? So, jetzt habe ich ihn einfach ausgestellt. Jetzt hole ich mir den da raus. So, jetzt nehmen wir hier die Kassette, die Saugkassette raus und setzen die mit Wasser befüllte Kassette hier rein. So, jetzt ist er fertig für den Wisch- und Saugvorgang zugleich und dabei setze ich den jetzt wieder am Boden. So, da ist er. Hier ist die Fernbedienung. Ich schalte wieder auf On, quasi Mittelschalter hier. Schauen, was passiert. Er geht los. Er hat natürlich eine Kassette jetzt erkannt. Oh, da ist Wasser drin. Jetzt wische ich ihn. Schauen wir mal genau, was er macht. Ob er da irgendwie schon Wasser ablässt. Er fährt angeblich wieder zum Ausgangspunkt zurück, wo ich ihn abgeholt habe. Ist schon ein bisschen feucht hier. Seht ihr? Also er befeuchtet jetzt langsam das Tuch, man merkt's. Die Pumpe arbeitet auch und ja, ein breiter Streifen. Seht ihr? Da. Und er fährt auch weiterhin seine Zickzackkurse. Also, seht ihr? Vorne staubsaugt er. Und hinten wischt er. Kann man jetzt schön sehen, die Bahnen hier. Da. Die er fährt. Und er macht das sehr systematisch. Und besser kann man es noch nicht haben, Leute. Besser geht's doch gar nicht mehr. So, und die Kassette reinigen, die Staubkassette reinigen, macht man einfach hier nach oben drücken. Und dann kann man die Kassette öffnen. Und den ganzen Dreck da raustun. Hier, Robby macht einen super Dienst, sag ich mal. Und teilweise brauchen wir hier keine großartigen mehr Möbel zu verrücken. Der fährt mit seinen 6-7 Zentimeter Höhe fährt er überall runter, auch unter der Couch. Und da unten, da kommt er nicht so mehr ganz. Ach so, da kommt er auch dran. Ja,
wenn man so den ganzen Tag auf der Arbeit ist, nach Hause kommt, in die Bude glänzt. Also ich finde solche kleinen Helfer immer ganz gut, weil die nehmen ein bisschen Arbeit ab, also nicht die komplette Arbeit. Man muss also ganz ehrlich sein, das bestätigen mir auch viele Leute, die solche Roboter haben. Einmal die Woche sollte man doch den Schrubber in der Hand nehmen und einmal eine Grundreinigung machen und ihn dann unter der Woche mal arbeiten lassen. Also das ist jetzt eigentlich so die Hilfe, die man von solchen Geräten hat. Ich fand diese Punkte jetzt wichtig. Einmal die Installation und die Programmierung auf diesen Zeitplan, weil der Zeitplan, der ist ja dafür da, mir die Arbeit zu erleichtern. Also dass er genau zu einem bestimmten Zeitpunkt anfängt und die Bude reinigt. Man kann jetzt diesen Zeitplan für jeden Tag quasi extra erstellen. Das habe ich habe jetzt hier von Montag bis Freitags 9 Uhr und Samstag, Sonntag ab 10 Uhr. Der ist heute Morgen pünktlich aus der Ladestation gefahren und mehr kann man nicht verlangen. Also ideale Einrichtung. Und hier ist nochmal der Staubbehälter. Da kann man sehen, was Monsieur alles so eingefangen hat. Also hier sieht man auch den Staubbehälter, wie voll der ist. Er hat schon in der kurzen Zeit richtig was geleistet. Ja, das war es eigentlich schon mit unserem Saug- und Wischroboter von Bagotte. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Däumchen nach oben und abonniert den Kanal. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein Feedback geben, falls ihr irgendwelche Mucken macht und mir etwas auffällig vorkommt. Ansonsten, wer nach der Bedienungsanleitung geht, hat eigentlich schon gewonnen. Solltet ihr Fragen haben, alles unten in die Kommentare. Ich beantworte euch die gerne. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao.